runs through the fire. I could conquer the night. If I can make it, if I try to draw the red. Yo Leute, was geht? Einen wunderschönen guten Nachmittag, guten Abend, wie auch immer. Ja man, draußen ist einigermaßen stabiles Wetter, es regnet zumindest nicht, ist jetzt auch nicht übermäßig warm. Und für uns wird es mal wieder Zeit, draußen eine Nacht zu verbringen. Mein Ziel sind es ja dieses Jahr 50 Nächte draußen zu verbringen. Und ich habe ja schon einige Videos gemacht, wo ich im Hafen in der Hängematte gepennt habe oder wo ich im Januar bei Bodenfrost irgendwie 60 Kilometer mit Fahrrad weggefahren bin. Heute haben wir eine richtig bescheuerte Idee und zwar wollen wir auf einem Ponton übernachten. Ja man, ich habe mir jetzt extra hier diese Box geholt, damit man seine ganzen elektronischen Sachen da transportieren kann. Dann meinen Biwaksack am Start, Isomatte und meinen Schlafsack, Kopflampe, GoPro und ein Dryback. Und wir haben einen Gast aus Innsbruck am Start. Falls ihr das Video vom Ultra Trail kennt in Innsbruck, da hatte mich Charlie mal angesprochen durch Zufall in der Stadt. Jetzt ist er hier in Hamburg und hast du Bock? Ich hab mega Bock dabei. Charlie pennt sonst eigentlich immer in den Bergen und jetzt wollen wir ihm mal zeigen, dass man in Hamburg auch coole Sachen machen kann. Ich bin gespannt, was so geht. Ich bin mal gespannt, ob das Ding trocken hält, aber da werde ich auf jeden Fall die ganzen Sachen zum Ponton transportieren. Ja Leute, gleich treffen wir noch Basti, bringen den ganzen Kram ins Auto und dann geht's los. Ich bin super gespannt. Morgen früh um 8 ganz normal wieder Arbeit. Einfach so ein kleines Abenteuer, mal schauen, wie es wird. I wake up from the sunshine on my face. So dehydrated, don't know what to say. Who's sleeping by my side? What did I do last night? Can someone make this headache go away? Das ist das Ponton, was wir uns für heute Nacht ausgesucht haben. Ja man, übelst gespannt, ob das Ganze klappt. Ja man, der Plan ist, ihr seht hier unsere ganze Ausrüstung. Und jetzt müssen wir irgendwie den Kram nach darüber bekommen. Wir haben halt hier einmal den Becher. Der müsste eigentlich wasserdicht sein und danach diese Dryback. Jetzt werden wir einfach ein paar Bahnen rüber schwimmen, das ganze Zeug rüberbringen, bauen da drüben alles auf. Und ja, dann sind wir ready to go oder ready to sleep, Alter. Ja man, ab geht's. Erste Fuhre ist drüben. Alle Sachen mega trocken geblieben. Hey, und so ein schöner Sonnenuntergang. Allein jetzt hat sich schon mega gelohnt. Ey, ich mach drei Kreuze, wenn das funktioniert. So, jetzt geht's weiter. Ja man, jetzt ist Basti mit der zweiten Fuge unterwegs. Stark. Das ist gar nicht so leicht, den ganzen Kram die ganze Zeit von A nach B zu transportieren. Aber jetzt ist nur noch der Rest hier da und ey, das waren die besten 9 Euro, Mann. Komplett trocken. Und auch das andere Ding hält super trocken. Kurz vor 10, alles am Start. Ja Leute, jetzt sind wir hier auf unserem privaten Ponton. Ja Mann, aber das war ohne Scheiß, das war so ein Akt, diesen ganzen Kram hier rüber zu tragen. Mir zittern jetzt noch die Hände, ich bin komplett durchgefroren. Ich glaube, wir sind alle so ziemlich am Ende. Ich finde es halt so krass, eben gerade, wir haben einen Burger gegessen und ratzfatz kannst du dich in so eine richtig kranke Situation begeben. Und das ist keine Viertelstunde vom Hauptbahnhof entfernt, Alter. Mitten in Hamburg. Aber wir sind die Strecke jetzt bestimmt 5, 6, 7 Mal hin und her. Ey, und das ist schon nice. Alter. Das Zelt darüber bringen, Alter. Ja, man, das war das Härteste. Wir mussten das Zelt halt, weil das nicht in dieses in diesen Dryback da passt, mussten Max und ich das Zelt halt so oben halten, dass es nicht ins Wasser kommt. Jeder einen Arm und halt diese ganze Kackstrecke und so 30 Meter vorher. Alter, ich hab's nicht mehr geschafft. Und dann, weil ich so, Max geht nicht mehr. Und dann ist das Zelt halt komplett ins Wasser. Aber es ist noch trocken. Perfekt. Nice. Ja Mann, unser Schlafplatz für heute Nacht, ey.
Alter, Leute, wir waren vorhin noch auf der Arbeit gewesen. Es ist Montagabend. Und ja, wir pennen heute einfach mal auf diesem Ponton. Ich kann es immer noch nicht glauben. Boah, so ist gut mit der Leuchte die ganze Zeit. Survival Kit läuft. Ja, Leute, Alter, ihr seht, man braucht nicht... Es geht immer. Man braucht nicht immer viel Zeit, Alter. Ich meine, wir sind eigentlich erst um 8 Uhr von zu Hause losgefahren. Es ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, 22 Uhr. Und morgen früh um 8 sitzen wir alle wieder auf der Arbeit. So ein kleines Abenteuer zwischendurch, Mann. Dann. Ja, Leute, jetzt chillen wir hier im Zelt. Hier unten ist Basti. Ausgerüstet. Ja, ey, und wir haben hier einfach den besten Premium-Blick. Ja, Mann, da außen ist direkt das Wasser. Hier chillen wir drei jetzt und ja, Mann, ich würde sagen, wir sehen uns morgen früh. Bis dann. Ja, Mann. Leute, ey. Einen wunderschönen guten Morgen. If I can make it, if I try to draw the red light, I could run through the fire, I could conquer the night. If I can make it, if I try to draw the red. Ja, Leute, einen wunderschönen guten Morgen. Basti auch gerade schon aufgestanden. Morgen. Ey, das war einfach mega die geile Nacht. Also am Anfang konnte ich nicht ganz so gut pennen, weil noch so viele, weil noch so viele Nebengeräusche waren. Basti hat geschlafen, glaube ich, wie ein Stein. Bester Mensch, das ist so gemütlich in diesem Zelt. Man zieht euch das doch mal bitte rein. Basti hat auch voll in der Mitte geschlafen. Also der wurde rechts und links von uns gewärmt. Nee, aber das war echt, das war mega warm drin. Also richtig schön angenehm. Ich konnte meinen Schlafsack als Decke nehmen. Leute, Alter, es ist jetzt 5.30 Uhr, Mann. Man ist top motiviert. Vor allen Dingen, weil wir gleich den ganzen Kram wieder rüberschwimmen müssen, Alter. Ich bin mal gespannt, wann ich auf der Arbeit lande. Einfach nur nice, vor allen Dingen, dass dieses Zelt auf den Zentimeter genau auf diesen Ponton passt. Wir sind einfach auf gut Glück hier rausgeschwommen. So, Leute. Jetzt geht's wieder rüber. Also ich bin jetzt schon mega wach, aber gleich noch hier ins Wasser zu springen, Alter. Das würde sich jetzt freuen. Jetzt steht seid auf mit, jetzt wird gleich geackert und jetzt freut er sich der Kamera. Ja, Mann, Basti ist der Erste, der jetzt... Ich hab die Freude. Die erste Fuge. Die haben jetzt diese beiden Taschen. Alter, 10 vor 6. Der Entladevorgang beginnt. Das ist der Erste, der rein muss. Der wird auch heute die meisten Bahnen schwimmen, weil der hat einfach durchgepennt, Alter. Alter Scheiße. Okay, kannst du mir das angeben und nicht filmen, Alter? Warte. Und schön oben halten, ne? Ja. Mach keinen Ärger. Da schwimmt er. Sie hat es an Land geschafft. Jetzt schnell die Sachen auspacken und dann geht's wieder zurück. Herrlich, verbahnt sie am Morgen. Sehr gut. Basti ist schon am Hin- und Herschwimmen. Ich pack meine Kamera jetzt hier auch in, in die Box rein. Und ja, dann sehen wir uns gleich drüben. Es ist einfach nur genial. Ich freue mich jetzt richtig ins Wasser zu gehen. Kriegt man nochmal einen kleinen Kick am Morgen, wird nochmal richtig schön wach. Basti ist schon seit 10 Minuten am Ackern, wird Zeit ihm zu helfen. Ja, Mann, da haben wir gepennt, Alter. Vor allem, es ist einfach mal so 10 nach 6 und wir sind hier am Acker, Alter. So, Leute. Das ist auf jeden Fall ein gutes Workout, Mann. Das letzte Mal. Ja, Leute. Und das Bild ist wieder leer, ey. Ich muss fast weg. Das war so schön hier, ey. Jetzt sind wir wieder mitten im Wohngebiet. Hier stand unser Auto die Nacht. Alter, geil. Frühstück am Start, ab geht's zur Arbeit. 20 vor 8 im Büro.
Jo Leute, was geht? Das war's mit meinem kurzen Overnighter. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Uns hat es auf jeden Fall echt eine Menge Spaß gemacht und war mal ein bisschen eine andere Idee. Ja, man, wie gesagt, man braucht nicht viel Zeit, um irgendwie geile Sachen zu erleben. Vieles ist auch echt nicht weit entfernt. Man muss nur die Augen offen halten und ja, einfach neugierig bleiben. Ja, und immer offen sein für Neues. Ich glaube, dann können ganz schön viele coole Dinge passieren, auch einfach um einen herum. Ja, Mann, in diesem Sinne... Ja, Mann, Sticker sind draußen. Falls ihr Bock auf die Sticker habt, schreibt mich einfach an bei Instagram und dann regeln wir da den Rest. Wenn ihr das Video bis hierhin geguckt habt, schreibt einfach Hashtag Jamann in die Kommentare. Schickt das Video einfach an 2, 3 Freunde, motiviert die auch dazu, nach draußen zu gehen, irgendwie selber sowas zu machen. Und ja, ich bin gespannt, wo ihr draußen pennt. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis dann. Tschüss.